Herzlich willkommen zum European Circle Report. Ende letzter Woche fand in Brüssel ein Sondergipfel des Europäischen Rates zum neuen Rettungspaket zur Abwendung der potenziellen Zahlungsunfähigkeit Griechenlands statt. Die Regierungschefs der 17 Euro-Länder beschlossen, Athen noch einmal mit insgesamt 109 Milliarden Euro unter die Arme zu greifen. Den Großteil des Geldes steuern der Europäische Rettungsschirm EFSF und der Internationale Währungsfonds bei. Etwa 50 Milliarden Euro sollen private Gläubiger tragen. Damit kann Kanzlerin Merkel einen Erfolg für sich verbuchen, muss jedoch auch hinnehmen, dass Europa einen weiteren Schritt hin zur Transferunion macht. Ein Umstand, der bewirken wird, dass Geberländer wie Deutschland künftig noch stärker zur Kasse gebeten werden. In einer anschließenden Pressekonferenz am Donnerstagabend fasste die Kanzlerin den Gipfel wie folgt zusammen. Guten Abend und meine Damen und Herren, wir haben heute einen außerordentlichen Rat gehabt im Rahmen der Eurogruppe. Und ich darf sagen, dies war ein Treffen in schwieriger Zeit, in einer Zeit, in der wir alle in Europa herausgefordert sind. Und ich bin zufrieden mit dem Ergebnis dieses Rates, denn die Euro-Staaten haben heute gezeigt, wir sind dieser Herausforderung gewachsen, wir sind handlungsfähig, wir zeigen Verantwortung für Europa, für unsere gemeinsame Währung. Und das haben wir dadurch gezeigt, dass wir ein zweites Paket für Griechenland beschlossen haben und manches darüber hinaus. Der neue Rettungsplan für Griechenlands marode Staatsfinanzen ist ein französisch-deutscher Kompromiss. Merkel gab bei einem Treffen mit ihrem französischen Amtskollegen am Mittwoch im Kanzleramt nach, indem sie dem Anleihenkauf durch den EFSF zustimmte. Dafür kam ihr Sarkozy in der Frage der privaten Gläubigerbeteiligung entgegen. Ohne Zweifel wurde jedoch vorerst das erreicht, was geplant war. Die Finanzmärkte beruhigten sich und der Eurokurs stieg. Euro-Gruppenchef Jean-Claude Juncker sprach sogar davon, dass die regelmäßigen Krisengipfel somit überflüssig geworden seien. Auch Kommissionspräsident José Manuel Barroso verbuchte den Sondergipfel als Erfolg in der Eurokrise. Lass mich eines vorwegschicken. Nach meiner Ansicht ist es das erste Mal seit Beginn der europäischen Wirtschaft- und Finanzkrise, dass sich die Politik und die Finanzmärkte der EU aufeinander zubewegen. Gestern habe ich gesagt, dass wir nun 24 Stunden haben, um auf die akut sehr ernstzunehmende Situation zu reagieren und somit die Stabilität der Finanzmärkte in der Eurozone zu gewährleisten. Dabei habe ich auch gesagt, dass unsere minimale Zielstellung sein muss, absolute Klarheit über die 5 zentralen Aufgaben zu schaffen. Ich kann nur sagen, wir haben nicht nur dies erreicht, wir haben auch ein sehr akzeptables Rettungspaket geschnürt. Unklar bleibt jedoch, wie sehr die Beschlüsse des Gipfels die Eurozone letztlich strukturell verändern werden. Mit der im großen Stil durch deutsche Steuergelder abgesicherten Umschuldung Griechenlands ist die No-Bailout-Klausel aus den Maastrichter Verträgen nun endgültig hinfällig. Laut dieser Klausel haftet die Europäische Gemeinschaft als Ganzes unter keinen Umständen für die Schulden einzelner Mitglieder. Die für Forschung und Innovation zuständige EU-Kommissarin Mère Gauquelin-Quinn hat Anfang vergangener Woche in Brüssel die Bereitstellung von rund 7 Milliarden Euro an Forschungsmitteln zur Ankurbelung von Innovation durch Forschung angekündigt. Heute geben wir den größten jemals aufgelegten Wettbewerb für Forscher und Innovatoren um europäische Forschungsfördergelder aus. Die von uns investierten 7 Milliarden Euro sollen kurzfristig 174.000 neue Jobs in der Forschung schaffen. Langfristig sollen es über die nächsten 15 Jahre sogar 450.000 neue Arbeitsplätze werden und somit das Bruttonationalprodukt der EU-Länder um rund 80 Milliarden Euro steigern. Der daraus resultierende Wettbewerb wird die Messlatte für Forschungserfolge über alle Ländergrenzen hinweg anheben und die besten Talente auf allen möglichen Gebieten zusammenarbeiten lassen. Die neuen Fördermittel sind Bestandteil des aktuellen EU-Forschungsrahmenprogramms, das mit einem Budget von mehr als 53 Milliarden Euro für den Zeitraum 2007 bis 2013 das zurzeit größte Forschungsförderprogramm weltweit ist. Im Rahmen der Strategie Europa 2020 haben die EU-Mitgliedstaaten die Themen Forschung und Innovation an die Spitze der politischen Agenda Europas gesetzt und damit zu zentralen Elementen für mehr Investitionen in nachhaltiges Wachstum und Beschäftigung deklariert.
Goran Hadžić, der ehemalige kroatisch-serbische Rebellenführer, wurde kürzlich nach mehr als 7 Jahren auf der Flucht in der Nähe der serbischen Hauptstadt Belgrad gefasst. Damit wurde nach der Verhaftung von Serbengeneral Ratko Mladic vor einigen Wochen am vergangenen Freitag der vermutlich letzte serbische Kriegsverbrecher auf freiem Fuß dem Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien im niederländischen Den Haag überstellt. Während des Kroatienkrieges kontrollierte Hadžić von 1992 bis 1994 als Präsident der serbischen Minderheit in Kroatien etwa ein Drittel des kroatischen Staatsgebietes. Aus dieser Zeit werden ihm Mord an hunderten kroatischen Zivilisten und die Deportation zehntausender Kroaten durch serbische Truppen während des Krieges vorgeworfen. Die hohe Beauftragte für Außenpolitik der EU, Catherine Ashton, begrüßte in einer Stellungnahme die Verhaftung des Serbokroaten. I welcome today the arrest of Goran Hadžić. Ich habe die Verhaftung von Goran Hadžić heute mit Freude vernommen. Dies ist ein wichtiger Tag für die serbische Regierung und die persönlichen Zusagen von Präsident Tadic, Serbien in der Aufarbeitung der Vergangenheit voranzubringen und in die Zukunft zu führen. Eine Zukunft mit einer, nach meiner Meinung, starken europäischen Perspektive. Meine Gedanken sind heute natürlich auch bei den Familien der Opfer der schrecklichsten Verbrechen der Vergangenheit. Auch die NATO hat die Verhaftung des mutmaßlichen serbischen Kriegsverbrechers begrüßt. NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen sagte in Brüssel, nach der Übergabe von Ratko Mladic an Den Haag könne mit dieser Festnahme das schmerzhafteste Kapitel der jüngsten europäischen Geschichte geschlossen werden. Hadžić Verhaftung war Bedingung für eine Annäherung Serbiens an die EU. Belgrad hofft nun, nach der Auslieferung aller Haager Tribunal gesuchten Kriegsverbrecher offiziell EU-Beitrittskandidat zu werden. Das war der Report für diese Woche. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.